Grüß dich, Ute. Grüß dich, Steffen. Hallo, Michaela. Du hattest aber nicht gestern deine Kamera verloren, weil es so eine Aussage ist. Susanne. Susanne? Ja. Grüß dich, bravo, dass du da bist. Miriam, grüß dich. Dankeschön. Morgen. Aber wir haben. Mein Name, darf ich ganz kurz, Entschuldigung. Ja, bitte. Also, ein Kollege hat mir gesagt, dass Sie. So ein bisschen mit, nee, dass man mit Ihnen sprechen kann. Ich kenne die alle nicht. Ich kenne die alle nicht. Bin allein. Ich habe nur große Gosch manchmal. Okay. Jetzt machen wir es ganz allgemein. Ja. Das ist die Frau Krauter vom Landratsamt. Nee, Carsten. Wie bitte? Die Frau Carsten vom, Land, vom Landratsamt. Frau Carsten. Ich bin die ja, damit Sie. Wir hören auch noch nach, der Bär sind zu uns wegschicken. Wir würden einfach bezogen auf die Gespräche vorher mit meinem Kollegen Sie bitten, wenn nachher wirklich der Bus vorfährt. Sie haben da Sichtkontakt, Sie haben da auch, sage ich mal, die Möglichkeit, mit ihm in Kontakt zu treten, aber ich würde Sie wirklich bitten, hinter die Absperrlinie. Aha. Also hinter das Absperrband, dass Sie da hinstehen. Darf ich fragen, weshalb? Ganz einfach, weil hier. Das zum einen der OGV das Hausrecht hat. Aber da, also da habe ich mich ja, also da habe ich mich versichert. Das Hausrecht wird nicht ausgeübt, weil wir ganz normale Baden-Württemberger sind, die auch Interesse an Obst- und Gartenbau haben. Also habe ich mich extra versichert. Von daher kommt es nicht. Sie haben vorher gesagt, dass das jetzt bei der Witterung unter der Fläche steht, ist problemlos. Wenn er nachher kommt, haben Sie mit dem Kollegen besprochen, dass Sie dann zumindest zurückgehen auf die Straße. Das hat der Kollege, der Kollege hat das nicht unbedingt besprochen. Er hatte uns gesagt, es liegt eine Anordnung vor, dass wir das Grundstück zu verlassen haben. Daraufhin haben wir uns beim Obst- und Gartenbauverein versichert, dass das Hausrecht nicht wahrgenommen wird und wir hier bleiben. Ich habe gerade die Diskussion mitgekriegt, dass der Vorstand wirklich ja, genau. Und das ist eine Machtaussprache, dass die Leute vielleicht auch noch mitgehen. Weil Sie das wollen. Ja, machen wir. Weil Sie das wollen. Sag jetzt hier mal, Sie sind Mitglied. Sie sind, ja, Sie sind doch derjenige, der mit 10.000 oder 20.000 Leuten demonstrieren will, oder nicht? Für Stuttgart 21. Wo werden Sie die Demonstration machen? Wollen heißt nicht müssen. Gut, weil ich meine, diesen Termin müsste man natürlich wissen. Na gut, wenn sowas gemacht würde, ob das jetzt in Schwäbisch Hall ist oder in Backen, ja, oder sonst wo. Den Termin müsste man wissen, dass wir eine Gegendemonstration machen können. Dann kommt ja sowas sowieso in der Presse. Ja. Aber ist ja noch ein Spruchreif. Ja. Das seht ihr mal, wie wir die durcheinander bringen können. Ich kann meinem Vorstand beistimmen, dass Sie vielleicht dann doch... Also wissen Sie, ich hab mich mit Ihrem Vorstand... Ich habe mich mit dem Vorstand wunderbar besprochen. Weil er ein friedlicher, vernünftiger Baden-Württemberger ist. Guck an, die gibt es nämlich überwiegend. Ja, ja. Jetzt tun sie ihn in die Mangel nehmen, dass er am Ende sein Hausrecht ausübt. Gut. Dann lege ich mein Schild weg und komme zur CDU-Veranstaltung. Gut, mach dann. Ja, ist egal. Wir können ja davon ausgehen, wenn wir objektive Presse, dass die Presse schreibt, da war nicht das Jubelkessel da, sondern war andere Leute da. Die Presse ist gerade so durchgefroren, ich glaube gar nicht, was schreiben. Neu, aber interessant ist, dass der Vereinsvorsitzende völlig nett und okay war und er wird jetzt beackert, bis er jetzt dann demnächst herkommt und uns das Grundstücks verweist. Jetzt mal gucken. Ich unke, vielleicht wird es ja nicht so. Komm und denk positiv. Ja, jetzt kommt der Herr Griesel. Ach, ja, ihr könnt Sichtkontakt haben. Wer ist das? Den will er mal auch nicht. Das wird immer dazu. Was sind denn eure Fragen, wenn ihr Fragen habt an unseren Herrn Mappus? Ja, ich wollte mal fragen, was denn so von dem Klimaanstieg her zum Beispiel, wer dann kommen wird, wenn Stuttgart 21. Das ist ja zu. Und ich würde fragen, wie den Atommüll, was um den Atommüll anfängt. Sehr schöne Frage, sehr schöne Frage. Sonst noch Fragen? Wer hat sonst noch Fragen? Zu dieser Aktion heute Nacht steht im Baumhaus. Okay, super. Drei Fragen. Noch was? Das ist schon dasselbe. Ist dasselbe. Okay, sonst noch jemand von euch Fragen? Gelaufen ist. Gewalttätig provokant. Genau. Warum wir den okay, gut. Gut. Und ob er das Wort integraler Taktfahrplan kennt, das kann man ihm auch mal fragen. Können wir es im Gegenzug dann auch gleich ihm erklären?
der integrale Taktbau, ja, dass wir da nur so einmal die Stunde alle Züge mal reinfahren lassen müssen. Also ich kann es halt auf Sendung mit der Mausniveau erklären. Ja, das ist doch gut. Mehr braucht es an der Stelle nicht. Ja, ich möchte es bitte von dem Hausherrn persönlich. Ja, das lass doch mal hören. Jetzt müssen die ja abwägen. Jetzt müssen die ja ganz scharf abwägen. Um nicht von falschen Tatsachen auszugehen. Also der, wo hier das Hausrecht hat, der wird euch freundlich drum bitten. Könnt ihr uns das selber sagen? Ja, das wäre das mal. Dann gehen wir sofort, wenn er uns das sagt, gehen wir sofort auf den Dann würde er einfach vereinbaren, dann bleiben wir vielleicht, wenn der Fuß nicht da ist. Nee, solange. Und dann wird er kommen und das sagen. Dann kann ich mir aber drauf. Aber natürlich, ja, natürlich, wir sind ja völlig zugänglich. Ich meine, die Konsequenz wäre. Wir sind alle ein klein bisschen Taliban. Ja, okay. Die Konsequenz wäre, wenn sie nicht gehen würde. Wir haben natürlich, sage ich mal, uniformierte Kräfte im Umfeld. Und in einer Hausfriedensbruch. Wir möchten keine schlechte Presse, machen Sie sich keine Sorgen. Nee, das macht ja auch. Wir wollen auch nicht wegtragen, aber das kostet auch wieder Geld, 80 Euro pro Kopf. Wir brauchen keinen Platz für uns. Wir wären entsprechend darauf vorbereitet, also von dem her. Das wäre dann das erste Mal in meinem Leben, das sollten wir jetzt gleich so. Nee, das ist einfach unglaublich. Ja, die Frage stellt sich nur, warum wir das nicht an der Stelle gesagt bekommen. Man wird er doch machen. Ja. Wird er doch machen, da kann er jetzt gleich mal was dazulernen. Wie mache ich das, wenn ich getrieben werde von Landratsamt und Polizei? Wir sind eine Graswurzelorganisation. Das ist unser großes Glück. Es ist überall plakatiert, dass der Herr Mappus kommt und dann sind wir halt gekommen. Ja, wir wurden eingeladen. Also ich habe jetzt da auch mal noch Fragen dazu. Ich bin jetzt hier auch persönlich in Hirten mit jemandem bekannt, das ist mein Gegenschwieger. Und trotzdem muss ich jetzt hier rausgehen. Also das ist schon ein Abenteuer. Sind geladene Gäste? Nein, es gab keine. Es gab keine Karten. Einladung. Der Herr Mappus möchte mit den Bürgern ab 10 Uhr ins Gespräch kommen. Genau so ist es. Ich bin Bürger unbeschuldigt. Der Herr möchte uns was sagen. Also, wenn er vorher gesagt hat, ich sage geeignet, dürfen Sie da unterstanden. Aber wenn jetzt der Ministerpräsident kommt, dürfte ich Sie bitten, dass ich dort rausgehe. Sind Sie noch so nett, uns Ihren Namen zu nehmen? Wir haben uns ja vorher so gut unterhalten. Ich heiße Wiedmann, Herr Grauder. Alles klar, Herr Grauder. Kein Problem. Ist halt so. Machen wir, Herr Grauder, ist klar. Also, und ist ja bisher auch alles sehr friedlich. Eben. Gell? Genau. Also, wo man es auch belassen ist. Wir sind friedliche Leute. Ja. Was, wenn man jetzt den Markus vor uns schützen muss oder umgehen, ich weiß es nicht. Da gehen wir halt. Okay, also, der Herr Grauder nimmt jetzt von seinem Hausrecht Gebrauch. Ja. Ich würde jetzt einfach bitte. Kein Problem. Könnt ihr einen Schritt zurückgehen? Ja, genau. Das wäre furchtbar. Alles klar. Alles klar, also. Okay. Ist er denn jetzt schon da? Der Bus ist jetzt auf der Anfahrt. Okay. Ja. Also, dann nachher jede 5 Minuten Trockenheit ist gut jetzt gerade im Moment. Wenn er da vorne ein Bier kriegen oder nicht? Wir haben noch nie irgendwo. Ja, genau. Und die haben auch die Speisen getrunken. Ich habe noch bei der letzten Wahl CDU gewählt. Werde ich jetzt hier trotzdem das Feld zuwiesen? Und ich habe im Übrigen meinen Gegenspieler erwähnt. Ich bin hier mit Weiler zum Stein, das ist mir verbunden. Ja. Wir kommen nicht von irgendwo her, ich komme aus Leudebach. Nicht, dass Sie meinen, wir sind hier Touristen. Darf ich fragen, sind Sie von der Jungen Union? Nein. Sondern direkt aus dem Ministerium? Vom Rathaus? Amt für öffentliche Ordnung, oder? Ordnungsamt. Ah ja, gut. Kenne ich vom guten Bekannten, der Chef vom Ordnungsamt in Hall war. Da muss man also auch immer parat sein, bei allem und jedem Anlass. Ich würde Sie bitte jetzt so gehen, weil der ist die nächsten 2 Minuten da. Also okay? Komme, dann können wir uns platzieren. Es gibt Medien, die auf uns warten.